Hallo und willkommen hier zu dem neuen Fallout 76 Video von mir. Heute geht es um die Challenge Sammle Teekannen oder Sammle eine Teekanne. Manchmal kommen die in der täglichen Quest, da muss man nur zwei sammeln. Manchmal kommen die in der wöchentlichen Quest, da muss man ein bisschen mehr sammeln. Ihr reist dazu nach Helvetia, das kennt ihr ja vom Fasnacht. Und der Startpunkt ist halt hier an der Stelle. Man läuft dann nach Südosten, aber vergesst nicht zu abonnieren, ne? Da würde ich mich sehr freuen und ein Like da zu lassen. Ihr lauft dann nach Südwesten und kommt dort zu diesem Honighaus oder wie das heißt. Das kommt ja auch bei Fasnacht. Und einfach die Tür öffnen. Man sieht es schon im Fenster, stehen die schon drin. Also hier ist eine Teekanne, die kann man nehmen. Da habe ich schon mal eine erfüllt. Und auf der anderen Seite, in dem anderen Fenster, sind auch noch Teekannen. Wenn die bei euch weg sind, dann seid ihr auf einem öffentlichen Server und irgendjemand hat die schon genommen. Dann einfach einen neuen Server suchen. Hier sind auch noch zwei Stück. Zwei, da ist noch eine. Genau, dann habt ihr schon mal fünf gesammelt. Ich glaube, das ist meistens auch so die wöchentliche Quest, dass man fünf sammeln muss. Der nächste Punkt ist natürlich bei der Riesenteekanne. Hier. Einfach da hinreisen. Und das dürft ihr auch kennen. Da ist ja ein sehr einfaches Event dort zu bestreiten. Mit, ja, wo nur ein paar Viecher kommen. Und es kommen meistens auch schon bei Low-Leveln. Ja, einfach dorthin gehen zur Riesenteekanne. Und in der Riesenteekanne sind natürlich hier so ein paar Feinde zum Wegmachen. Ist hier rumgelaufen? Mal gucken. Ne, ich habe ihn erwischt. Ja, in der Riesenteekanne stehen hier jetzt gerade nicht. Normalerweise steht hier oben eins. Hier unten liegt eine. Vielleicht ist es die runtergefallene. Ja, hier ist noch eine Cola zum Trinken. Und dann könnt ihr auch die herumliegenden Häuser nochmal absuchen. Also da ist manchmal auch da vorne in dieser Red Rocket Tankstelle. Ah, hier ist noch eine Playfliege. Ja, in dieser Red Rocket Tankstelle, da sind normalerweise auch noch welche im Regal oder so. Ah, hier ist natürlich nichts da. Nichts, hier im Regal auch nichts. Okay. Aber da könnt ihr auch schauen. Also dann habt ihr eigentlich schon mal die ganze Quest zusammen. Ansonsten am nächsten Tag nochmal probieren oder einen Server wechseln, wenn da in Helvetia nichts ist. Helvetia ist eigentlich der beste Spot dafür. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, abonnieren und ein Like da lassen. Wäre super. Dann gibt es hier weitere Videos von Fallout 76. Macht's gut. Tschüss.